Ja, hallo meine Lieben, hier ist auch Marion von Marions Kreativland. Ich war beim Action und beim Teddy und habe ein paar Sachen gefunden. Neue Blöcke habe ich auf jeden Fall vom Action. Ich habe aber nicht alle mitgenommen, weil mir die nicht alle gefallen haben. Und ich fange aber an mit Teddy. Und wenn ihr Lust dazu habt, zuzuschauen, dann bleibt bitte dran. Ich würde mich freuen. So, ich fange mal mit Teddy an. Bei Teddy habe ich mir zweimal solche Borte mitgenommen. Mit diesen Pompons dran. Habe ich gedacht, kann ich gut für meine Babyalben gebrauchen. 55 Cent, einmal in Pink und einmal in Weiß. Sie hatten auch noch Blau, aber ich finde jetzt für einen Jungen, nee, fand ich jetzt nicht so toll. Dann habe ich Stoff mitgenommen. Auch für die Alben. Einmal hier so ein neutraler Stoff. Schön für entweder ein neutrales Album, wenn man noch nicht weiß, was es wird. Oder eben für einen Jungen. Finde ich das auch ganz nett. Obwohl, die Tendenz ist ja immer nicht mehr Mädchen, Junge. Wisst ihr ja. Aber man ist halt noch so ein bisschen da drin. Also den habe ich mitgenommen. Hat gekostet 2 Euro. Und dann diesen für ein Urlaubsalbum. Fand ich ganz toll. Das sind 60 x 80 cm. Und nochmal hier für das Urlaubsalbum dieses hier. Das hat mir sehr gut gefallen. Deshalb durften die Stoffe mit. Dann habe ich für die Babyalben mir diese süßen Dinger hier mitgenommen. Sind ja für zum Aufnähen, aber ich habe ja schon mal so kleine gehabt, die habe ich dann für Karten verwendet zum Beispiel und das fand ich jetzt auch ganz schön, entweder für ganz vorne drauf oder hinten, das gab es dieses und das niedliche hier mit der Brille, fand ich super süß, das durfte auch mit und nochmal diese beiden Stoffe hier, so Tüllstoff, ich halte das mal ein bisschen dichter. Das kostete jetzt 1 Euro, ist 45 mal 50, fand ich jetzt auch sehr günstig und dasselbe in Rosé. Ja, schauen wir uns mal an. Also das war das, was ich vom Teddy mitgenommen habe. Dann räumen wir das mal beiseite und gehen. So, dann habe ich einmal hier so eine Zierborde, das habe ich allerdings im Blumenladen gekauft. Zeige ich euch auch mal kurz. Die fand ich sehr schön. Zum Beispiel zum Verzieren von einer Vase oder so. Fand ich ganz nett, wenn man da zum Beispiel, hier ist das jetzt keine Vase, aber wenn man da irgendwo, weil so bin ich auch eingerichtet hier im Esszimmer, habe ich gedacht, fand ich sehr schön. Die hat jetzt, ich glaube, 2,99 € gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Und drauf ist ja, steht jetzt nichts drauf. Also wie gesagt, durfte auch mit. Fand ich sehr schön. So, jetzt, ach nee, ich habe noch einen Teddy, eine Schablone von Teddy. Ich zeige euch die mal hier irgendwie unterm, auf Weiß ist natürlich doof, aber ich glaube, das sieht man trotzdem besser. Das sind diese hier, einmal die und die Blume, die finde ich mega schön. Ist natürlich riesengroß, wenn man große Karte oder auf dem Album, habe ich auch gedacht, man da so ein Geburtstagsalbum oder, also ein Album für eine Erwachsene macht. Hochzeit, fand ich die so schön. 1 Euro haben die gekostet, finde ich auch mal ganz schön bei Teddy. Deshalb durfte der auch. Ich schiebe mal eben ein ganz kleines Stück zurück. So, jetzt kommen wir zum Action. Da fange ich jetzt mit dem kleinsten an. Das sind einmal diese Blöcke, die habe ich ja schon mehrfach in gehabt. Und hier sind jetzt, ja, ich blätter nur mal so wie Daumenkino. Wenn ich jetzt vereinzelte sind recht süß, die kann ich auch gut verwenden fürs Album. Manche halt nicht, aber die finde ich immer mega schön. Ich glaube 99 oder was die kosten. Ja, finde ich schon mega süß. Andere gefielen mir jetzt, also die ich jetzt da gesehen habe, gefielen mir jetzt nicht, obwohl es soll schon wieder neue geben. Die sind jetzt hier nicht drauf. Habe ich aber Tatsache dann auch, also die habe ich schon vom letzten Action, aber da war jetzt kein Video zu drehen, jetzt habe ich sie vergessen. Dann habe ich mir noch zweimal diese Teile hier mitgenommen. Ja, mit den viereckigen, wie gesagt, mit diesen hier,
Die fand ich vom Action ja überhaupt nicht gut. Die sind ja hier vorne schon schön zerrissen, wenn man die wieder abgemacht hat. Ich bin mal auf die gespannt. Ich habe ja am liebsten immer hier meine. Ja, entweder die, da habe ich so ein paar Sets von, oder eben die es beim Action auch gibt, halt diese Make-up-Teile. Ich bin mal gespannt. Ich dachte nur für 99 Cent ist das ja okay. So, dann habe ich natürlich einmal mir noch mal Kaugummis. Ne, zweimal. Einer ist schon in meiner Tasche. So, jetzt kommen wir zu. Ja, ich mache erstmal. Das eine wird jetzt wieder ein bisschen durcheinander werden, weil die Tasche einfach durcheinander gefüllt ist. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die beiden Blöcke, die ich bekommen, also die ich genommen habe, die mir gefallen haben. Das ist einmal dieser Block und der scheint mir recht dick zu sein. Also wenn ich den so anfasse, sind die richtig, richtig dick. Hoppala. So, da gibt es einmal diesen. Ich blätter den mal durch. Das sind dann hier Sternchen und Punkte. Das sieht man vom Weiten sicherlich nicht. Dann hier sind Geschenke. Jetzt habe ich nur ein kleines, hier steht Glitter. Ich sehe jetzt nicht so viel Glitter, wenn ich ehrlich bin. Das fühlt sich ein bisschen erhaben an, also ein bisschen erhöht. Aber vom Glitter sehe ich da leider gar nichts. Hier auch nichts. Alles glatt. Und ich hatte mich schon gewundert. Ich habe beim Anschauen auch nicht gesehen, dass da Glitter stand. Habe die nur so durchgeblättert und habe gedacht, an der Kasse 2,59 €. Okay, hier ja, alles ist teurer geworden. Ich denke, ja, statt 1,99 € kosten die jetzt 2,59 €. Aber dann sehe ich jetzt Glitter. Aber wie gesagt, ich kann kein Glitter erkennen. Weiß ja nicht, ob der eine oder andere schon davon Blöcke hat und mir vielleicht mal berichten kann, ob da glittert. Also hier, wie gesagt, ich fühle, die ist glatt und die ist ein bisschen, diese Lampe ein bisschen höher, aber es glittert null. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal, ob ihr auch da von den Blöcken schon welche habt, ob bei euch glittert. Wie gesagt, bei mir glittert nichts. Also ich finde das ganz schön, weil das so kleine Motive sind, so auch in Ton gehaltene. Also hier jetzt so bunte, finde ich schon mega schön. Hier kommen wir noch mal in Grün. Was haben wir da? Ja, und da sind so kleine Makarons. So, das war Block Nummer 1. Hier, also hier steht Glitter, ne? Wie gesagt, bei mir null Glitter. Hier steht voll, habe ich auch drüben nicht gelesen. Wie gesagt, ich hatte mich nur über den Preis gewundert, aber man wundert sich ja heute bei den Preisen gar nicht mehr. Hier sind, finde ich, sehr schön tolle Karten, die kann man ein bisschen verschönern. Ja, hier sieht man natürlich jetzt, dass das glitzert und das glitzert nicht. Da kann ich den Unterschied sehr wohl erkennen. Hier jetzt auch wieder nicht. Das sparen sie dann wahrscheinlich auch mit dem Glitter. Ja, hier ist die Schrift Glitter, hier nicht. Das finde ich aber auch schon ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich die anderen Glitterblöcke von Action damals immer angeguckt habe, da war da schon wirklich ein Riesenunterschied zum normalen und zum polierten. Das ist ja jetzt wirklich lächerlich. Da ist passiert gar nichts. Naja, wie gesagt, die Motive gefielen mir eigentlich relativ gut, aber trotzdem, da macht sich gar nichts. Und dann für 60 Cent mehr, wow, würde ich sagen, Hut ab, Action, Hut ab. Hier immer nur so ein paar Teile, die dann vielleicht mit, ja, hier auch, aber bei manchen hat gar nichts, gar keinen Unterschied. Gut, wie gesagt, das sind jetzt Farben, die mir gut gefallen hat, die ich auch gut für meine Babyalben benutzen kann. Ansonsten, und die anderen haben mir gar nicht gefallen, wie gesagt, und schon gar nicht für den Preis. So, ja, woanders kosten sie mehr, wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber man ist ja trotzdem Action gewöhnt. So, das waren die beiden Blöcke, die ich mitgenommen habe. Dann habe ich mir nochmal zwei von diesen für die Papiere in DIN A4 mitgenommen. Jetzt habe ich wieder durchsichtig bekommen. Ich musste ja zwischenzeitlich weiße nehmen. Erstmal waren gar keine da, dann waren weiße nur, da habe ich die genommen und ja, wie gesagt, jetzt habe ich die. So, dann kommen wir jetzt, wie gesagt, zu dem Durcheinander. Da habe ich einmal hier diese Pumpflasche mitgenommen für meine Blümchen. Die durften mit, die durfte mit. Ist jetzt nichts Dolles, aber egal. Ja, dann habe ich noch mal ein paar Mal hier also als Bestellung,
war der Wunsch von jemandem, dass ich da hier von diesen Stencil welche mitbringe, weil es bei ihr keine gibt. Dann kommen wir zu, ja, das muss ich, nee, das ist unwichtig. Das ist nur eine Butterbrotdose, die habe ich beim Action vergessen und habe die dann in der Woolworth gekauft. Aber das muss ich euch nicht zeigen. So, dann hatten sie heute im Angebot dieses Teil hier. Ich hatte schon mal so ein Teil, fand ich jetzt nicht so toll. Ich hatte ein teures Teil, aber manchmal ist ja teuer nicht immer gut. Und das hatte der Action heute für 3,99 € im Angebot. Mit zweierlei Teilen hier für die Hornhaut. Ja, ich habe jetzt nicht so, aber ich mache das immer nach dem Duschen gerne, damit überhaupt gar keine entsteht. Ja, und ich dachte, ich nehme die mal mit. Für 3,99 €, finde ich, kann man echt nicht meckern. Genauso wie, ja, das ist jetzt gar nicht hier. Doch, hier ist er. Der war auch im Angebot. Da muss ich mal wieder einen neuen haben. Meine ist schon ein bisschen, also ich habe zwei Stück, immer einen in jedem Badezimmer. Und da habe ich gedacht, ich entsorge mal jetzt einen und kaufe einen neuen. Jetzt wieder in Pink. Ich habe Pink, ich mag Pink, aber hier hinten draußen sind natürlich noch Grün und Lila. Und ich dachte, dann hast du nicht immer dieselbe Farbe. Aber es gab nur die Rosane und dann die zugehörigen Rasierklingen. Da sind vier Stück drin. Also der hat gekostet 4,95 €, genauso wie die Ersatzklingen. Ja, fand ich jetzt auch recht günstig. Deshalb habe ich das mitgenommen und kladderadatsch. So, dann habe ich wieder neue Masken bekommen. Disney-Masken. Habe ich mich sehr gefreut. Einmal das Schneewittchen. Dann haben wir die Cinderella. Dann Rapunzel. Ich mag, ihr wisst ja, gleich kommt wieder was, wo ich wieder Tonnen von mitgenommen habe, weil ich das einfach toll finde. Auch zum Verschenken. Wenn man weiß, es ist ein Disney-Fan oder aber Maske kann man auch so nehmen. Dafür braucht man ja jetzt nicht unbedingt ein Disney-Fan sein. Jetzt finde ich die letzte Maske nicht. Ich weiß, dass ich noch eine habe. Egal, die kommt gleich noch. Egal. Also, da kommt noch die Jasmin von Aladdin. Die kommt gleich noch. Dann habe ich noch mal von der Bastelabteilung hier einmal diese Knöpfchen mitgenommen. Die fand ich auch mega süß wegen diesen kleinen Knöpfen. Ich habe zwar viele kleine, aber hier so knallige Farben doch nicht. Und die Perlchen durften auch noch mal mit. Also die kosten auch jeweils 99 Cent. Die genauso 99 Cent. Dann habe ich endlich meine Stanze bekommen hier. Die Celebrate. Ich drehe euch die mal um. Hier vom Geburtstag. Die fehlte mir ja noch. Genauso wie die mit dem Häschen und mit diesem Reh. Die beiden fehlten mir noch. Die gab es heute. Es gibt ja wieder neue Stanzen. Ich habe sie leider nicht bekommen. Ich habe gehofft, dass ich die bekomme. Nächste Woche fahre ich in Urlaub und hoffe, da gibt es ein Action. Niedersachsen ist das. Vielleicht haben die ja schon. Entweder sind die früher wie wir oder später wie wir. Ich bin gespannt, ob ich da die neuen Stanzen bekomme. Freue ich mich mega dann. Ich habe gehofft, dass ich sie heute bekomme. Aber nein. So, dann habe ich natürlich wieder, genau wie die Masken, wie ich euch ja sagte, liebe ich ja diese Stifte auch zum Verschenken. Ich habe ja eine Verpackung gebastelt. Ich verlinke euch gerne den, ich schreibe euch den Link in die Infobox, da könnt ihr mal gerne reinschauen. Da habe ich die Verpackung gebastelt hierfür, also eine neue Verpackung, weil ich das hier mit dem geschriebenen zum Verschenken finde ich jetzt nicht so schön. Deshalb habe ich eine Verpackung gebastelt. So, dann haben wir die. Auch die Jasmin. Das sind wieder neue. Dann Dalmatina. Dann gab es die Minimaus in bunt. Fand ich auch sehr schön mit den Luftballons. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich die Verpackung mit Luftballons mache oder das wieder benutze. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Und dann gab es auch Rapunzel. Das ist alles kaputt gerissen, deshalb, aber ich brauche das hier nicht. Ich brauche nur das Foto. Deshalb, da verpacke ich das lieber selber. So, das war, was es auch neu gab. Ich glaube, das war es auch, ne? Ja. So, dann habe ich mir dieses Band hier mitgenommen. Ich habe die ja schon in Naturfarben. Ich schneide das mal eben auf. Ich war mir nicht sicher, ob das schwarz ist oder grau. Und dann sieht es geflochten aus, nicht gedreht. Ich mache das mal auf und das ist Tatsache schwarz. Und schwarz habe ich noch nicht. Ja, ist geflochten und glatt, also nicht rund. Aber fand ich jetzt eigentlich auch ganz schön. Vielleicht auch so für meine Terrasse oder so, weil ich da so viel in schwarz habe. Weiß ich noch nicht. Habe ich jetzt mitgenommen. Die kostet 1,58. Die 99 Cent hatte ich auch vergessen zu sagen. Dann gab es hier für 1 Euro. Da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Die hat mein Mann eingepackt. Einmal diese Pets für die Kids. Mario und Luigi durften mit. Dann gab es, zeige ich euch, ich weiß nicht, ob da die richtigen drin sind oder meine. Ich habe mir dann, ja, die hatte ich euch ja gezeigt. Ich finde die so, so, so toll. Die habe ich überall hängen, überall passend an den Blumenpötte, an mein, einfach toll. Ich finde die einfach süß und für 99 Cent mega. Und ich habe die in jeder Farbe zweimal und einen roten und einen gelben fehlte mir noch und die habe ich mir jetzt nochmal mitgenommen. Einmal in rot. So, den tun wir mal eben zur Seite, weil da freue ich mich nämlich sehr drüber, dass es da jetzt große gibt. Das sind die großen. Ja, ne, das ist ja der kleine hängende, den kann man ja schön an die Blumenpötte hängen. Wunderbar. Kann ich jetzt ein bisschen schief halten. So, so die beiden. Und jetzt habe ich mich mega gefreut, jetzt sind nämlich davon große. Da freut die Marion sich. Guck mal, sind die nicht süß? Die sind natürlich zum Stehen. Die muss man dann irgendwo halt, kladderadatsch, hinstellen. Da gibt es natürlich auch in jeder Farbe. In Blau, in Rot und in Gelb. Ich finde die einfach süß. Muss ich mal schauen, wo ich die hinstelle. Weiß ich noch nicht, weil hängen kann man ja überall an Terrasse, am Blumenpott, an einem Balkongelände. Und die fand ich so mega. Also die waren 99 Cent und die kosten 1,47 Euro. Ich freue mich mega. Wenn sie noch größer gibt, kaufe ich mir auch. So, und dann habe ich noch... Moment. Ne, da habe ich gar nichts mehr. Das ist für meinen Mann Öl. Ach ja, und dann habe ich hier so ein Parfüm noch da, weil die Flasche sah so, 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 so toll aus. Ich glaube, das Männerparfüm. Habe ich gedacht, kann man ja immer mal so verschenken. Fand ich sehr schön. So, ah ja, genau. Jetzt, ich glaube, ich habe meine Jasminmaske vergessen. Drüben beim Action. Ist sie vielleicht rausgefallen? Ihr wisst ja, die hat ja so Ritze da, der Wagen. Das kann gut, weil hier ist es auf jeden Fall nicht drinne. Dann habe ich die leider verloren. Ja, so geht das manchmal. Nee, hier ist sie zwischen den Karten. So, da ist sie. Ein bisschen dunkel heutig. So ist sie ja nicht gewesen. Aber gut, ja, da ist die vierte Maske. Und dann habe ich wieder Babykarten mitgenommen. Oh, da ist die Klammer kaputt. Das ist schade, aber egal. Da habe ich einmal wieder Junge. Dann Mädels. Ich gucke ja immer, dass ich Mädels und Jungs gleich bekomme. Muss ich mal einmal hier schauen. So, da haben wir hier einmal mit so einem hübschen Kinderwagen für die Jungs und die gleichen für die Mädels. Dann gibt es hier mit Buddy richtig, richtig süß, die mega süße Knöpfe. Schaut doch mal, sind die nicht süß? Also ich finde immer, das kann man ja nicht selber machen. Und ich nehme die ja für die Alben. Wie gesagt, wenn ich Alben nicht direkt verschenken muss, weil das ist ja wirklich Arbeit. Jeder, der Alben macht, der weiß, wie viel Arbeit das macht. Und dann ist das meistens, verschenke ich das und vergesse dann zu drehen, weil ich habe auch nicht so viel Speicher auf dem Handy. Ich habe ja keine Kamera, so gut aufgestellt bin ich nicht. Und dann vergesse ich das immer. Und dann denke ich, aber irgendwann
zeige ich euch das. Also mega süß. Und nochmal hier mit Ballon. Das war eigentlich passend zu dem anderen. Und genau wie hier. Die nochmal. Und dann nochmal mit Kleidchen. Mega süß. Und das gab es jetzt nicht für die Mädels, aber macht ja nichts mit den Tüchchen. Dafür gibt es für die Mädels die Kleidchen. Also wieder wunderschöne Karten. Und die habe ich auch nochmal mitgenommen. Gibt es einmal hier mit Little Boy und Little Girl. Das sind jetzt ganz einfache. Da sind die natürlich mega schön. Ja, meine Lieben, das war mein Einkauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt das eine oder andere für euch entdeckt. Wo ihr sagt, oh ja, da muss ich mal hin. Wie gesagt, ich warte auf die neuen Stanzen. Neue Blöcke habe ich bekommen. Jetzt warte ich auf die Stanzen. Wenn ich die bekommen habe, zeige ich euch die natürlich sofort. Und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich die Woche nochmal mit einem Haul. Ich weiß noch nicht, was für ein Haul, aber ich glaube, wir sehen uns nochmal. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, meine Lieben. Einen schönen sonnigen Tag. Soll ja immer wärmer werden die Woche. Bis dahin, eure Marion von Marions Kreativland. Tschüss, meine Lieben.